kann man vorstellen, dass auch die Innsbrucker mitzittern werden. Prosenik und Tor. Er konnte nicht einmal mehr am Leiberl gehalten werden. Die erste wirklich gute Aktion der Wiener Austria über die Flanke in den offenen Raum hinein hat dieses 2:0 durch Christian Prosenik gebracht. Und man spürt es, auch die Austrianer spüren es. Dieses Tor in der 74. Minute wirkt wie eine Befreiung. Es dürfte auch eine Entscheidung oder Vorentscheidung in diesem Spiel sein. Christian Prosenik bringt seine Mannschaft nach einer hervorragenden Aktion 2:0 in Führung und Libero Posniakow konnte Prosenik nicht einmal mehr am Leib halten. Der antrittsschnelle Austrianer löst sich hier, Sie sehen es, wird gehalten von Posniakow, aber der Heber von Prosenik sitzt und die Austria liegt hier 2:0 in Führung. Das war eine gute Aktion der Wiener Austria, endlich einmal in den freien Raum gespielt. Da war auch wichtig, dass Prosenik in diesen Raum hineingesprintet ist und das 2:0 gefolgt.